So Leute, heute geht's weiter. Wir wollen es heute mal zu Ende führen. Das heißt, wir sollten heute das zu Ende führen, weil ich nochmal frische Energie getankt habe und ein bisschen wieder Abstand genommen. Das nervt mich schon ein bisschen. Ja, heute wollen wir, jetzt will ich als erstes die Wasserkühlung einbauen. Danach ist geplant das Netzteil und danach eigentlich die CPU-Grafikkarte. Wir warten mal, müssen es anders machen. Wasserpumpe, Mainboard, so rum müssen wir es machen. Festplatten noch nebenbei und das Netzteil zum Schluss. Ja, das Netzteil zum Schluss. Und ja, ich habe gerade schon was probiert, mit Doppelseitig-Klebeband mal ein Kabel zu fixieren, was dann sowieso keiner mehr sieht, weil das Netz dann davor hängt. Es wird dann sowieso anders dann gehalten, aber sollte erstmal so gehen. Und dann noch die ganzen Plexiglasplatten, die noch drankommen. Und dann sollte das laufen. Na? Das ist halt mein Plan. Und das Ganze will ich mal ganz schnell mal husch-husch machen. Na? Also ich bereite alles vor und dann geht's los. So Jungs, jetzt bauen wir die Wasserpumpe ein. Die ist mir gerade runtergestürzt und dann, oh, jetzt geht es wieder los. Fallen mir jetzt immer die Motor raus, die ich brauche dafür. Denn dieses Gewinde, was hier drin ist, ist nicht mal das Beste und das kann man auch nicht mal nachschneiden. Das Problem ist nämlich, das ist eine gebrauchte Wasserpumpe, also wir tun ja gebrauchte Teile nutzen. Und ja, jetzt haben wir ein kleines Problem, zwar da die Schraube immer wieder rausrutscht und tut. Und dann kommen hier immer meine Mitbewohner aus dem Haus, da ich im Mehrfamilienhaus wohne. Und sprengen dann meine Videos. So. Versuche ich erstmal die Schraube zu kontern. Die ich jetzt unbedingt brauche. So, so hängt es jetzt erstmal, denn wir müssen jetzt auch noch das beachten. Und dann ist meine Handyhalterung jetzt gerade noch mal zum zweiten Mal kaputt gegangen. Wir müssen jetzt noch beachten, wir müssen das Kabel, na, das Kabel hier und die LED, genau. Das muss nämlich dann hier so dran. Und das will ich so weit wie möglich verstecken. Ich muss ganz kurz gucken. Fünf. Da. Ja, so geht's nicht. Da ist es so. So, die tun wir auch klemmen und fixieren. Also das ist jetzt hier eine gebrauchte Wasserpumpe. Jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dass die erstmal fixiert. Aber die tut noch ihr Dienst. So sieht es jetzt aus. Ja, jetzt habt ihr nicht alles drauf. Das ist das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Meine, wie gesagt, meine Halterung ist gerade kaputt gegangen. So. So sieht das jetzt aus. Deswegen muss ich jede Position, die ich jetzt hier ändere, immer mal gucken, was so funktioniert. Na. So. Ja, so sieht es jetzt aus. Die hängt soweit erst einmal. Jetzt gehen wir mal die andere Seite noch. Das tun wir hier hochlegen. Eigentlich ist so ein Projekt,
ein Tag, zwei Tage durch. Bei mir dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Zwischendurch war ich ja jetzt, wie gesagt, auch noch krank und alles. Und Entschuldigung auch, dass das Video so spät kommt. Das sollte ja schon längst fertig sein. Wie gesagt, war alles nicht so geplant, wie es gekommen ist. Das ist ja meistens dann so. Ne? Und somit hoffe ich, dass es trotzdem euch gefällt, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Die Schrauben, die finden halt kein Ende. Das ist jetzt richtig fest. Das war wichtig. Also hier wackelt nicht mehr. Das ist so pumpensicher. So hier, das ist das Genasse sowas. Es geht dann immer mal wieder los. Aber das tun wir nachher fixieren und dann passiert das noch nicht mehr. Aber jetzt Schritt für Schritt und dann wird das schön. So, jetzt müssen wir mal eins gucken, weil mir war was komisch. Zwar war eigentlich geplant, dass das hier durchpresst. Sollte hier durchpassen. Das habe ich nämlich extra gemessen. Wahrscheinlich beim Flambieren wieder. Na komm, gib Wursch. Die sind zu klein geworden. Dann muss ich dann noch mal ein bisschen ausfräsen. Denn das muss am Ende ja hier auch durchpassen. Also muss ja unten an der USB dran. Da oben rein. Und dann oben drauf. Genau. Ja, dann muss ich mal ganz kurz mal hier nochmal den Bohrer einsetzen. Mal gucken. Die Lampen, die halten auch nicht so, wo ich die hier schon mit den besten Lampen, die es eigentlich mit gibt, eingesprüht habe. Also richtig fix sind sie trotzdem nicht. Also hier passt das schon mal. Auf der anderen Seite. Ja, das sind jetzt solche Anpassungsdinger. Muss ich jetzt durch, obwohl es mir nicht passt. Es hat sich so dermaßen verzogen, das Holz. Der Zeit. Was passiert denn jetzt hier? Okay. Nur hier unten an der Innenecke. Mann, 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 Mann. Fein, das ist alles mit Fräse und Bohrer und alles gemacht, ey. Aber an der anderen Seite hier.
Jetzt. Er hält aus. Klappt an der Seite hier. Kann man das dann hier durchziehen? Ja, Entschuldigung, dass da solche Geräusche nebenbei sind. Ich kann es leider nicht ändern. So. Ich würde es noch lauter machen. Und die Waschmaschine, die hasse ich wie die Pest. So, jetzt machen wir als nächstes die Festplatten, würde ich erst sagen. Oder machen wir erst das Mainboard. Müssen wir ganz kurz das gucken, Jungs. Was das denn hier oben ist. Ach siehst du, das habe ich auch vergessen, die Tür noch oben. Naja, ich muss dann eh nochmal. Das auch noch verdreht. Ach, alles zurückfädeln. Also YouTube-Videos drehen, das ist nicht so einfach. Einfach mal basteln ist so mein Ding. Aber wenn wir mal die Kamera mit haben, das ist in letzter Zeit ein bisschen schwierig. Jetzt kriege ich das wieder nicht zurück. Na gut, ich fädel das mal schnell zurück, sonst dauert das noch 5 Stunden und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt geht's weiter. Ich habe mal in der Zwischenzeit noch die CPU und die Auflagefläche von der Kühe vom Kühler noch gereinigt. War nicht gerade so einfach, da ein bisschen Paste unter den Kontakten war. Zum Glück habe ich da gutes Reinigungszeug dafür. So. Jetzt wollen wir erstmal die Unterplatine hier noch festmachen. Alles geht heute ein bisschen schief. Mal wieder. Das ist ja immer so. In jedem Video ist irgendwas bei mir. Ey. Das geht jetzt meine Handyhalterung kaputt. Oh. Shit happens. Das Wort ist ja ganz anders aufgebaut. Nein. Das ist viel schmaler. Okay, ich habe nämlich das alte Mainboard zum Maß genommen. Ja, dann habe ich jetzt ein Problem mehr. Schönes Video. Ist alles ein bisschen anders. Hätte ich das gleich lieber mit den Originalen gemacht. Ey. Na gut, dann müssen wir das jetzt so anpassen hier. Und dann habe ich halt, wenn wir mal tauschen wollen, schon mal vorgesorgt für eine größere Platine. Dann ist es jetzt halt so. Wie gesagt, Papa Bastelstube, Chaos-Videos sind immer vorbereitet. Ja, also in jedem Video ist ein Chaos drin. Oder ist es jetzt so? Habe ich mich echt so verguckt? Kannst immer nicht kapieren.
Ja, da passt das nicht ganz so, wie ich das mir vorgestellt habe. Aber was soll ich da jetzt noch dran ändern? Muss ich erstmal gucken, dass das. Na, dann muss ich das Kabel irgendwie gleich von hinten rumlegen. Dann lasse ich das hier rauskommen. Ja. Ja, was ist denn jetzt hier los? Fest ist es hier in der Mitte, brauchst du nicht unbedingt, da ist kaum ein Druckpunkt immer wichtig. Ist hier unten, wenn die Grafikkarte dann kommt, dann hoffe ich ja jetzt, dass die Grafikkarte passt. Wenn die Halterung und das alles nicht passt, ja, dann mache ich das Video noch nicht fertig, dann muss ich das noch anpassen und kommt dann halt ein zweiter Teil. Und dann ist das halt so. So. Dann lass uns mal die Wasserkühlung, ups, Entschuldigung, die Paste auftragen. Ja, goldene Paste, nur das Beste vom Besten. Das war's schon. Probieren wir mal die drauf zu setzen. Und dabei einen guten Eindruck zu machen, dass man das kennt. Okay. Ah, das System ist nicht gerade hier das Berauschendste, habe ich schon damals schon gemerkt. Jetzt habe ich schon bessere Systeme gesehen. Sagen wir so, in der Zwischenzeit ist die Brühe. Die Wärmeleitpaste verteilt der ganzen CPU. Ja, bei denen ist das so, du musst
war das denn jetzt? So. Kann sich nicht mehr bewegen, hält, perfekt. Also mehr kann man nicht machen. So. Muss man gucken, wie man das elegant hier unterführen. So, das ist CPU, das ist hier, das geht nicht anders. Jetzt kommt mein Lieblingskabel. Na, so auf den Karton reingefädelt. Das geht wirklich in einer bestimmten Position bloß noch rein. So. Da ist das nach oben weg. Jetzt ist die Frage, wie ich das mit dem Kabel machen für die Lüftersteuerung. Eigentlich bloß hier durchfertig ist die Sache. So. So, dann holen wir jetzt mal schnell noch die Arbeitsweise. So. Mal gucken, muss es hinkriegen. Ja, das ist immer solche Sachen. Lieber eine bessere Planung als wie gar kein Plan. Ging aber diesmal nicht anders. Irgendwann will ich mal auch Projekt zu Ende führen. Ja, das alles hier. Staub und was nicht alles. Und so. Das ist schon mal drauf. So. Dann würde ich sagen, ich probiere es jetzt erstmal mit der Grafikkarte. Und wenn das funktioniert, geht es gleich weiter. Na? Bis gleich. So. Muss erstmal jetzt ein bisschen alles sichern. Wie gesagt, die Halterung, die ich jetzt habe, ist so ein Saugknopf. Das war so eine provisorische Sache. Wir machen jetzt erstmal hier, das ist jetzt unterhalb. Von unten dann jetzt die Halterung, die ich jetzt nochmal angepasst habe, die jetzt sogar viel, viel besser passen, muss ich sagen. Auf der einen Seite bin ich ganz glücklich, dass ich mich vermessen habe, weil so kommt das dann optisch noch besser rüber. Wenn wir jetzt hier festmachen, ich mache das erstmal ein bisschen mit Holzleim, selbstverständlich.
Und dann. So, wo kommt das hin? Und dann. Wird das noch verschraubt? In der Mitte habe ich es vernagelt, weil der Balken ist auch ein etwas anders. Und der geht nicht runter auf die aufs Brett, sondern das geht ans obere Brett ran. Das habe ich mit Absicht so gemacht, weil das dann vom Gesamtbild besser aussieht. Das ist auf jeden Fall fest, den seid schon mal. Muss immer ein bisschen gucken, dass ich auch wirklich eine Schraube finde, die das noch macht. Wie gesagt, ich habe nicht so viele Schrauben jetzt da mehr. Jetzt gar nicht, wo ich die alle verbaut habe, aber bis jetzt sieht es gut aus, dass ich das so etwas hinkriege. Ist jetzt auch gar nicht mal mehr so schlimm, wenn es nicht mal ganz so perfekt ist, da. So, es geht jetzt weiter. Der Ring ist weg. Sind in der Zwischenzeit auch am Ende der letzten Kuppel. So nenne ich es jetzt mal. Hey, jetzt der Halterung noch und dann. Haben wir es geschafft? Dann zeige ich euch das dann mal, wie das aussehen soll und wie es jetzt aussieht. Passen. Perfekt. Hier werde ich noch einen Nagel jetzt reinhämmern. Da es dann sich nicht lohnt zu schrauben, ich brauche noch einen großen Nagel. Den habe ich auch nicht genagelt, aber das kommt ungefähr hin. Ja, das wird das mal ganz kurz. Ich hämmere den mal an, ganz kurz, und dann geht's los. So, jetzt geht's weiter, Jungs. Das Unterteil ist jetzt hier fertig. Ich habe es jetzt mal angenagelt. Zeige ich euch gleich, warum, wieso ich das jetzt nicht gefilmt habe. Aber das sieht man am Ende sowieso nicht mehr. Und somit präsentiere ich euch meine Grafikkartenhalterung. Passt auf. Ich nehme euch mal ab. Ich hoffe schon, dass es gleich geht. So sieht das jetzt aus. So sieht jetzt meine Grafikkartenhalterung aus. Schön geworden, muss ich sagen. Einen sieht man sowieso dann später am Ende nicht mehr. Ja, das war jetzt eigentlich so die Idee.
ein bisschen silvestermäßig aussehen lassen. Und halt von selber bin ich ganz stolz drauf. So. So sieht es jetzt aus. Stecken wir jetzt nur noch die Grafikkarte drauf. Machen das Netzteil. Oder wir machen erst Netzteil. Ja, wir machen erst Netzteil. Dann am Ende stecken wir die Grafikkarte drauf. Machen noch das Flexiglas hier davor und dann ist zu Ende das ganze, der ganze Spaß. Ne? Also ich hole mal das Netzteil und wie ich es befestigen will und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Bis gleich. So Jungs, ihr seid runtergefallen, deswegen steht die jetzt viel anders als hier vorher. Ich werde das Netzteil, die hintere, alles was hier hinten ist, das Laufwerk, die Festplatte, die nächste und das Netzteil, wie gesagt, erst mit Klett machen, da man das dann immer schnell austauschen kann. Das schneiden wir uns jetzt zu, machen diese Klebefolie ab und nageln das dann ein bisschen fester. Ja, so werden wir das jetzt tun. Es kommt das 600 Watt Netzteil ist das. Na, jetzt kommen jetzt zwei Kletts hier drauf, die nagel ich fester. Nehme ich die andere Seite, klebe die hier drauf, dann tue ich das Netzteil setzen und dann ist das fixiert und dann hat sich der ganze Husten. Den ganzen Spaß mache ich dann hier oben auch noch mal. Gucken, ob das reicht dann. So. Wenn ich mir was eins geholt habe. Ich glaube, das sieht gut aus. In der Hoffnung, dass das dann noch wirklich hält an den Gerätschaften. Ja, das sollte reichen. Festplatte und passt. Das ist der Rest dann für nachher. So, jetzt machen wir noch die Gegenseite. Und dann. Ein bisschen bin ich ja schon aufgeregt. Wie gesagt, eigentlich sollte das hier wieder mal ein Tag in PC heißen, aber jetzt machen wir es ein bisschen anders. Das nicht so geworden ist, wie ich mir das geplant hatte. Und irgendwann werde ich mal so ein Projekt machen. Oh, da steht ein Stern. Mann, und wie ich das mache. So, nehmen wir mal noch die Gegenseite gleich. Oh, das hält ziemlich gut hier, muss ich sagen. Ich habe es erstmal bis drauf geklebt. Ich werde noch zwei Nägel reinhauen. Klebe ich das hier drauf. Da ich sonst, wir könnten, hätten das auch festschrauben können, das Netzteil, aber das hätte wieder so doof ausgesehen und das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt mal das mit Klett probieren.
habe auch lange danach gesucht, da ich nicht nur alles hier online kaufen wollte, sondern auch mal direkt hier im Laden mal ein bisschen Umsatz machen wollte. Und das habe ich hier bei Action gefunden. Hiermit ist aber keine Schleichwerbung für Action. Sag ich gleich dazu. Aber ich war einmal dort vor Ort und deswegen habe ich es mir dann gleich dort besorgt. So. Ganz viel Spaß mache ich jetzt hier noch einmal. Das ist, sag ich mal, eine Notlösung. Wie gesagt, man hätte sich jetzt hier mit einem Holz noch einen Rahmen bauen können. Aber fand ich jetzt nicht, dass es unbedingt sein muss. So. Das kommt aber alles auf einmal. Muss alles passen. Und somit ist es variabel, es hält, es kann nicht runterfallen, das ist wichtig. Viel macht man ja nicht an so einem Netzteil, immer dran stecken und hier an und aus. Mehr macht man ja nicht. Na? Ja, halten tut's und somit ist das eigentlich die Sache eigentlich hier geritzt. Mache unten mache noch einen Nägel rein, zwei links und rechts und oben, ich werde es dann mal versuchen mal abzuziehen, mal ob ich es abkriege oder nicht, werden wir gleich sehen. Ja, so, jetzt machen wir noch hinten Verkabelung erst einmal, dann machen wir noch das Laufwerk und die Festplatte und dann machen wir noch den vorne noch das Plexiglas mit der Grafikkarte zusammen. Das verlegt man jetzt noch zusammen. Und dann ist das geritzt und dann ist dann das nächste Mal dann Übergabe, also Funktionstest und Übergabe machen wir dann auch noch. Und ja, also wir fahren es. Ich nehme das mit auf Arbeit. Und werde es dort präsentieren. Und derjenige nimmt es damit halt mit nach Hause. Na, so ungefähr werden wir es machen. Wir werden nicht zu denen nach Hause fahren und dann das übergeben. Das wäre ein bisschen, will ich nicht, weil es auch Privatsache ist dann am Ende. Na, wegen Datenschutz und so weiter. Na, so, dann probieren wir mal das hier abzukriegen. Und meine Idee ist eigentlich so weit gelungen. Also, ja, das ist fest. Na gut, also das muss man schon. Also wirklich dran wirken. Das irgendwie wieder zu kriegen. Also sagen wir mal, Idee gelungen. So, würde ich sagen. So war es meine Idee. So ist es auch gelungen. Das ist perfekt, wie es gelungen ist. Ach, warum das Kabel hier nicht hält, frage ich mich. Jetzt machen wir unseren Trick 17. Den haben wir heute schon mal 5-mal angewandt. Dass das nicht hier auf den Doppelseitchen halten will. Und ich das nicht mal will, dass das immer auf und zu geht. Und das sowieso dann am Ende Kinder sieht. Also auf Deutsch, ja, ein bisschen gefuscht. So, abwärts. Ja, noch den Nägel reinklappen.
Die sind etwas zu lang. Ich muss kürzere nehmen. Na gut, ich wirke das mal schnell raus. Und ich melde mich gleich wieder. So Jungs, Nagel wieder draußen. Nächstes Problem, wie immer. Die Nägel. Ich habe ja so einen riesengroßen Nägelsatz. Die sind alle zu lang. Zu lang. Das heißt, wir lassen die Nägel weg. Tun das Netz erstmal so drauf, wenn es dann immer noch stören sollte, was ich nicht glaube. So Bombentest dann. Dann ist es so. Da müssen wir uns Eisenbahnnägel holen, die ein bisschen kürzer sind, die ein bisschen länger haben. Und dann müssen wir halt die drauf machen. Drauf noch machen. So. Das heißt für uns, wir machen jetzt hier weiter. Wir stecken jetzt unser Klebmodul hier drauf. Zack. Was wird da passieren? Da kann nichts passieren eigentlich. So. Das ist der ganze Kabelsalat. Ja, ich würde euch gerne nochmal einen anderen Blickwinkel bringen. Ich muss mir da mal was überlegen, da ich ja nicht diese Halterung nachher habe. Wartet mal ganz kurz. Ich versuche mal euch mal ein bisschen höher zu legen, um von oben mal drauf gucken zu lassen. So, jetzt seht ihr das mal von der anderen Blickweise. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Ich drehe den PC jetzt auch gleich rum. Oh ja. Der hat Gewicht jetzt. Jetzt haben wir Gewicht. Hätte ich ja mal nie gedacht, dass das so schwer wird. So. Einen besseren Blick, würde ich sagen, oder? Also das war jetzt mal eine gute Idee von mir. Mal ausnahmsweise. So. Und da habt ihr mal den ganzen Kabelsalat mal von hinten. Ja. Was mich gerade ein bisschen stört. Die Schrauben, die ich hier dran gemacht habe, wo das eigentlich nur am Dings war, die wollen nicht halten. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Das sollte jetzt aber nicht unser Problem sein. So. Das geht hier rein, das geht rein. Alles so mit Absicht gemacht, wie es jetzt hier ist. Dieser ganze Kabelsalat. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Das ist CBU Nummer 1, CBU Nummer 2. So. Das wäre jetzt ein Kandidat, den wir brauchen. Und zwar einmal hier. Und einmal hier. So, dann müssen wir nämlich jetzt langsam mal gucken, dass wir das hier hochlegen mit. Und das. Das hier. Zack. Wäre der Strang fertig. Den machen wir dann hier oben fest. Zum Festmachen habe ich mir solche Kabeldinger hier geholt, eine ganze Tüte, die machst du dann hier oben fest gleich und wir machen es gleich. Schon das erste Paar, so wie es ist. Wartet mal, guckt's gerade. Wir haben noch eins. Oh, ist ein bisschen Strom.
hier. Das können wir noch. Ja, mit dran anschließen schon. Da braucht man nämlich von den Scheißkabeln nämlich so wenig wie möglich. So. Das sieht schon mal gut aus. Was ist das bloß hier? Ja, hier werde ich mir noch was einfallen lassen, wenn ich das festklebe. So. Hier kommt dann noch das Laufwerk hin und dann muss das hier dann alles noch. Das kommt dann später noch so ein Ding hin, dann vertrödel ich das dann später noch. Dass das dann alles safe ist. So. Jetzt kommt, das ist es. Große, das ist die Grafikkarte, die brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. Ein SATA brauchen wir nachher hier hinten noch. Aber wir machen jetzt erstmal die Grafikkarte. Mal gucken, ob man nicht hier durch. Dann müssen wir hier mit durchfädeln. So, jetzt machen wir noch das dann klein und dann etwas den größeren durch. So. So, das ist für die fest, weil die Trainer hier dran kommt. Die machen wir dann hier fest. Sagen. Machen wir hier oben fest. Dass die gut gesichert ist. Das ist die USB. Die können wir mit hier hinten vorziehen. Und ich nehme auch keine offene Buchse. So. Dann machen wir jetzt das da mal. Was schön ist, da würde sich freuen, der Jenscher. Eine SSD, seine erste SSD in seinem Leben. So viel ich das weiß. Dann haben wir zwei Streifen drauf. Eine hier und eine hier. So. Dann suche und finde nichts. Und Schere. Und Frau Schere. Frau Schere, bitte. Ja, die Frau Schere ist gerade außer Haus. Da müssen wir mal... Ach, hier ist die Frau Schere. Die habe ich nämlich extra... Und das seht ihr gar nicht. Eine Matte hingelegt, wo es habe, mein Handy stürzt wieder ab wie vor uns. Nicht, dass noch das Display kaputt geht, weil das wird teuer. Da die iPhone ab der 8. Generation nicht mehr, also mit der neuen Software nicht mehr repariert werden kann. Einfach mal so 0815. Das habe ich auch nicht gefilmt oder so, in letzter Zeit sehr viel negative Erfahrungen gemacht damit. Ja. Deswegen halte ich mich da jetzt an der Handy-Reparatur selber vom iPhone ein bisschen zurück. Also da werden auch jetzt keine Videos mehr kommen. Denn die Erfahrung hat mir gereicht. Ich habe an zwei Telefonen probiert und das Ergebnis war niederschmetternd. Und damit ist das Thema für mich gegessen. Jetzt wirklich nur direkt zu Apple gehen oder zu einem Apple Store gehen, der qualifiziert ist dafür. Ich bin es nicht mehr. 6S und sowas mache ich noch. Aber sowas kommt eigentlich nicht mehr rein. So. Jetzt mal hier oben drauf.
So, jetzt vertrödeln wir das hier noch ein bisschen, das, die Trede. Die vertrödeln wir dann gleich noch. Ich habe hier noch ein bisschen Kabelbinder irgendwo gefunden. Bei dem hat die Tüten noch im Gesicht. Jetzt sind sie schon wieder weg. Na gut, und dann machen wir noch mal solche Dinger hier dran und dann. So, machen wir jetzt noch das Laufwerk. Hier, das ist ein normales Notebook-Laufwerk. Ein ganz normales Notebook-Laufwerk. Extra ein Spezialkabel dafür gibt es da. Kannst du bei eBay ganz kleines Geld. Ganz kleines Geld kriegst du das in China. So, und das werden wir jetzt hier dran machen. So hier, auch wieder mit Klett. Und aber auch ein CD-ROM-Laufwerk hat. Der Herr ist ein bisschen oldschool. Das ist. Der steht ein bisschen auf altes Zeug. Und der braucht ab und zu mal ein CD. Also wenn wir ihn das bieten. So. Und dass das Oma, wenn es kaputt gehen sollte, ausgetauscht werden kann. Der wird das auch wieder mit Klett machen. Na, da haben wir meine Berechnung, die ich gemacht habe, doch gut gereicht. Ausgerechnet, dass in der Rolle sollte reichen. Wenn du bedenkst, dass das nicht so hammermäßig hält, wie es hält. Also bis jetzt bin ich begeistert von der Idee, die ich mir so gedacht habe. Und sieht dreimal besser aus als wie gedacht. Ich jetzt gucken, ich da noch ein bisschen Platz habe. Plexiglasplatte anbringe. So. Somit ist das jetzt auch hochfest. Hat Spiel. Vibriert nicht. Alles super, hell. So. Ja, das jetzt abzukriegen ist ein bisschen komplizierter. Denkt man, dann nimmt man gleich das ganze Laufwerk auseinander. So, jetzt müssen wir irgendwie das mega lange Kabel nur noch ein bisschen vertrollen. Das werden wir mit hier rüber trollen. So, mit denen. So, jetzt schließe ich mal hier drüben noch schnell an. Schraube locker. Dann müssen wir nochmal noch festmachen. Schraubenzieher. Bestimmt von vor uns noch. So. Schließ mal schnell ein. Und dann vertrauen wir das hinten noch ein bisschen. Denn mein Akku geht auch langsam zu neigen von meinem Kamera. So. Das passt soweit. Das jetzt hier ein bisschen vertreuen. Ich sage, wir machen hier noch eine Halterung hin.
Und hier oben Knöll und hier unten Knöll. Dieses lange Kabel. Ist zwar schön, dass das schön lang ist, aber so lang jetzt und nicht sein müssen. So. Schaut, dass ich keine Kabelbinder hier habe. Ich hatte hier Kabelbinder liegen gehabt, eine ganze Tüte. Aber da immer im Keller und dann so, die könnte ich gebrauchen. So. Ach ne, hier liegen welche. Schau. So. Und da vertrauen wir das jetzt nochmal. Erstmal so. Ich weiß, manche sagen, das hätte man besser verlegen können. Die Kommentare höre ich jetzt schon. Ist so, man hätte es auch besser machen können. Ich mache es nicht. Und ist auch gut so, denn jeder kann das so bauen, wie er sich das wünscht. Oder sich das denkt. So. Wir holen das Ganze noch einmal. So. Das bleibt natürlich jetzt nicht so, das kommt jetzt hier so dran. Dann ist das hier hinten alles verkabelt. Alles sauber, alles dicht, alles fest. Und dann gehen wir vor, machen noch Grafikkarte und dann noch Plexiglas. Und dann gucke ich mir dann später nochmal unsere schöne Festplatte an, warum die so macht, wie ich das denke. So, hier haben wir mal noch eine Schraube suchen. Gut, du willst es nicht anders, da kriegst du es anders. Dann müssen wir halt vorschrauben. Mal in den Scheißteil. So. Wenn das also mitmachen würde. Mann, mache mit. So. So. Geht doch. Ist immer am Limit. Hier sind wir gerade am Limit. Hätte ich doch größere nehmen sollen. Oder wir packen das einfach mal hier so drunter. So. Kriegt alles Luft. Was wollen wir mehr? Hält. Wackelt nicht so sehr rum, klar. Aber
Man hätte es auch noch schöner bauen können, man hätte das alles schön verkleiden können und alles. Da gibt es noch andere Ideen oder noch eine Platte dann hinten drauf, dass man das gar nicht mehr sieht. Ja, beim nächsten Holzprojekt wird das so Sinn. Aber das wird noch eine Weile dauern. Weil so. Ich noch erstmal wieder eine Pause brauche. Ein bisschen wieder Geld einsammeln muss. Denn das kostet nämlich alles viel Geld. Na, hier ist was falsch gelaufen. Bin ich gerade. Das haut nicht richtig hin, der Fuß. Der hier ja, der hier auch, der hier ist falsch. Also das gucke ich mir nochmal an, aber das in aller Ruhe ohne euch. Und würde das dann beim nächsten Video dann mit anschneiden, ganz kurz. Ansonsten. So. So. Ach, dieses extra Kabel. Hey. Bitte schön. So, das kommt noch. Das kommt noch was Schönes. Oder auch nicht. Das hat mich richtig viel Nerven gekostet. Das muss so aussehen, nicht dass immer da welche reinschreiben. Hier, das sieht aber doof aus. Das muss so aussehen. So, jetzt hole ich noch die Kondomund rum. Ach, eigentlich lag alles schon zusammen. Jetzt wieder nicht. Ich würde sagen, ich suche die mal in der Zwischenzeit. Und bis gleich. So, ich habe es doch noch gefunden. Das sind solche M20 Muttern. Die werden wir jetzt hier hinten drauf geschraubt. Dass wenn du mal hier dran rumrubbelst, dass das nicht gleich rausbricht. Das ist alles. Also das hat jetzt ja nur was zu tun mit Sicherheit. Und mehr geht es hier eigentlich nicht. Und das ist halt ein bisschen besser aus. Ne? So. So. Dann kommt die wunderschöne Plexiglasplatte jetzt hier drauf. Ja. Na komm, wenn der Test jetzt auch funktioniert. Wieder Vorführeffekt vor der Kamera. Weil ohne Kamera hat es funktioniert. So,
So viel dazu. So, dann kommen noch die hier. Das sind auch wohl. Kriegt man jeden Baum auf. Und die schrauben wir so lange hier dran jetzt, bis die nicht mehr sagt, dass es geht. Das hier hinten wird nicht gekondert, habe ich mit Absicht so gemacht. Irgendwie haut das gerade nicht hin. Da muss ich mal gucken, aber theoretisch sind wir jetzt fertig. Wartet mal. Jetzt erstmal aus mit Plexiglas. Da muss ich noch mal gucken, warum das jetzt so komisch aussieht. Das könnte auch natürlich auch mein Holz liegen. Aber so ist es eigentlich jetzt fertig. Ich glaube, das hier ist ja. Hier drüben, das ist noch nicht richtig drin, sehe ich gerade. Na gut, ich mache das mal fertig und dann würde ich euch mal ein Endergebnis zeigen, wie das dann aussieht mit Beleuchtung. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Dann funktioniert auch alles so, wie es soll. Und bis zur Übergabe. Na dann. Ciao. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. So, ihr habt gesehen. PC fertig. Beim nächsten Video gibt es halt nur Funktionstest und Abgabe. Na? Bis dahin, halt mir die Treue. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ansonsten, bis zum nächsten Mal oder auch nicht. Na? Tschüss.